Bullseye. She got a mean thing sitting on that double wide. She see me mean clean killing. Hey Leute, willkommen zum ersten Gruppenspiel des Lions Cup. Kurze Erklärung, was das genau ist. Es ist ein Turnier mit YouTubern größtenteils. Unter anderem meiner Wenigkeit, organisiert von Lions. Nochmal Lob auf jeden Fall an ihn, denn das hat er wirklich sehr, oder macht er sehr, sehr gut, wie ich finde. Hat da was Tolles auf die Beine gestellt. Dazu, also es sind 12 YouTuber, dazu 4 ja, Abonnenten per Wildcard sozusagen. Und in jeder Gruppe ist einer davon und gegen den spiele ich jetzt auch gleich mal beim ersten Gruppenspiel. Das jedenfalls ist das Team, das ich benutzen werde, wie ich finde, sehr stark. Obwohl, da muss man noch eine Änderung machen. Und zwar gehört Benatia da rein, nicht Chiellini. Aber so finde ich das sehr stark. Ein gutes Team auf jeden Fall und ich denke, damit haben wir auf jeden Fall, oder können wir auf jeden Fall Erfolg haben. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn es los ins Spiel geht. So, da ist er dann auch. Es geht los ins erste Spiel. Und ja, ich erwarte mir einiges. Oder was heißt, ich erwarte mir einiges. Aber ich würde auf jeden Fall gern gut aussehen in dem Turnier. Die ersten zwei der Gruppe kommen weiter. Macht Sinn. Und das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Unter die ersten zwei kommen. Das wird mein Ziel sein. Ich werde das Weiße mal benutzen, während er das Gelbe benutzt. Und dann geht's auch schon los ins erste Spiel, das ich hoffentlich positiv für mich enden kann. Ach, du heilige Scheiße. Was bitte ist das? What the fuck? Warum hat er so ein geiles Team? Und ich nicht. Full Legend Team. Geile Scheiße. Gut, dann werden wir mal schauen, ob wir gegen ein volles fucking Legenden-fucking-Team fucking was schaffen können. Und los geht's in die Partie mit Arjen Robben, der jede Legende locker wegstecken kann. Ah, ich sehe schon, er übt hier gut Druck auf mich auf. Effenberg auf, das ist gefährlich, weil Jungberg ist schnell. Oh, Handanovic, gut gehalten. Wichtig war das. Wichtig. Aber ich muss sagen, ich bin hier bisher wirklich unterlegen. Ich muss mal Gas geben, aber das ist halt ein volles Legendenteam. Das ist halt, damit ist nicht zu spaßen, ganz klar. So, komm jetzt. Mandžukić kann schießen. Und die ist nicht schlecht. Schade, erste gute Chance für mich. Schöner Ball von Mandžukić, aber C-Man halt im Tor hält es. Aber die Ecke jetzt, komm, Hernanes, da ist Benatia. Nein, ist er nicht. Aber Rodriguez. Und dann doch nicht. Mandžukić, Nachschuss. Ja. 1:0 durch, wer war's? Gustavo, glaube ich. Yes, Luis Gustavo. Natürlich kann man da sagen, dass das davor ein Foul war von mir mit Gustavo oder so. Oh, aber das ist wichtig, das ist enorm wichtig. Schön gemacht von Mandžukić, setzt sich mit seiner Stärke durch und dann ist Luis Gustavo hinten. Bam, drin das Ding. 1:0 in der 21. Geil. Mandžukić, nein. Oh, die muss drin sein. Das war die Chance. Gar nicht mal so schlecht gespielt, aber dann halt sehr, sehr schwach vergeben. Ja! De Rossi! Bam! 2:0. Das war aber auch Glück gerade. Das war wirklich Glück. Dass der da an den Ball kommt, müssen wir nur mal sehen. Also die Ecke kommt rein, Gewirre im Strafraum, der Ball springt irgendwie zwischen 10 Spielern hin und her und bam! Ansatzlos perfekt ins Eck. Keine Chance, aber wirklich gar keine Chance für Seaman. Und schon steht es 2:0. Geil. Fängt schon mal, also dieses Turnier fängt schon mal gut an hier für mich. Aber das muss nichts heißen. Gestern habe ich ständig 2:0 geführt. Habe fast jedes Spiel davon verloren. Also. Oh, what the fuck? Warum ist meine Abwehr da so offen? Wahrscheinlich, weil Benatia wieder im Sturm rumturnt. Ja, toll. Ist klar. Was macht auch meine Abwehr da? Ich meine. Nee. Aber gut, es ist gerecht, weil das 2:0 war auch purer Dusel. Und das war jetzt auch relativ duselig, weil meine Abwehr da. Ja. Müll macht. Und er ist natürlich dann auch gut nutzt, klar. Und dann steht schon 2:1. Arjen Robben. Nein! Mensch, Robben, machst du doch. Du hast doch einen guten Schuss mit links. Kann man so einen auch mal reinmachen. Robben! Oh mein Gott! Mach ihn doch, du blinder Holländer! Bisher war Robben eigentlich der Lieblingsspieler in dem Team, aber was der heute hier an Chancen vergibt, ist ja wirklich schon fast... Nee. So, und das Halbzeit. 2:1 steht's für mich. Bislang schon verdient, finde ich. Ich hatte etwas mehr Chancen. Hab die leider nicht alle nutzen können. Gerade Robben hat 2 Riesenchancen vergeben, leider. Gerade die zweite, die muss drin sein einfach. Aber es sieht nicht schlecht aus. Also ich bin hier definitiv nicht unterlegen. Und ja, hab auch noch jetzt nach der Führung Chancen. Dementsprechend könnte ich durchaus mal gewinnen, dieses Spiel. Und auch die ist gut und das sind immer Tore. Oh Gott. Alter. Dusel hoch 12. Und Robben. Yes. Da ist das 3:1. 70. Stark gespielt.
Muss man auch mal sagen. Auch wenn ich selber war, aber man muss sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Hier, gut gemacht. Das ging klar. So, jetzt schauen wir nochmal an hier. Schöner Ball von Luis Gustavo und Robben lässt ihn durch die Beine. Ist durch. Zack, drin das Ding. 3-1. Boah, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös gerade, aber das hilft natürlich dann, diese Nervosität wieder etwas zu lindern, weil ich jetzt mit zwei Toren vorne liege und das ist ja dann doch meistens ein Zeichen davon, dass es gewinnen werden kann, zumindest mal. Aber Hernanes, der kann schießen und die ist drin. 4-1, die Vorentscheidung. Hernanes, der Brasilianer, trifft mit seinem Logo von McCain auf dem Bein. So, Mandzukic ist durch und Mandzukic trifft zum 5-1. Damit ist das Spiel entschieden. Ich gewinne das erste Spiel des Lions Cup. Souverän, überraschend hoch vor allem. Also, ob das jetzt so gerecht wird, dem Spiel, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein hoher, souveräner, guter Sieg, was A, mir 3 Punkte bringt und B, ein ziemlich gutes Torverhältnis und alles. Also, es sieht zumindest jetzt schon mal nicht so schlecht aus. Okay, das war's dann vom Spiel. Ich hätte zwar nochmal die Chance gerade gehabt, aber ist ja egal. 5-1 geht's aus, ein hoher Sieg. Etwas zu hoch, wie ich finde, aber ich will mich nicht beschweren darüber. Bin ich natürlich froh. Und ja, 5-1 nach 90 Minuten, das lässt sich definitiv sehen. So, dann auch nochmal gleich ein finaler Blick sozusagen auf die Statistiken. Hernanes, Spieler des Spiels, hat mir sehr gut gefallen. Generell Hernanes, ein richtig guter Spieler. Einer meiner Lieblingsspieler in Ultimate Team. Ja, und ansonsten schauen wir uns nochmal die Statistiken an. 13 Schüsse, 8 aufs Tor, also schon relativ deutlich überlegen in dem Hinblick. Nicht 5-1 mäßig überlegen, aber schon überlegen. Passgenauigkeit und Ballbesitz tatsächlich schlechter, aber da bin ich eigentlich immer schlechter. Und ja, es war dann halt einfach die Chancenverwertung. Ich habe meine Chancen glücklicherweise zum Großteil reingemacht. Und so gewinnt man dann eben 5-1. Das war's dann auch schon wieder von mir. Das erste Spiel wie gesagt, gewonnen. Ich freue mich aufs nächste. Das wird dann gegen FIFA Goals United gehen und dann werden wir sehen, beziehungsweise Julian von FIFA Goals United, nicht beide, sondern nur der eine. Und dann werden wir sehen, wie ich da abschneide. Es hat auf jeden Fall schon mal gut begonnen mit der Gruppenphase und dann hoffen wir, dass es auch genauso weitergehen wird. Ich hoffe, ihr wünscht mir Glück. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.